Einen gefährlichen Absturz mit Alkohol, auch Philipp hat ihn schon hinter sich. Mit gerade mal 13. Seinem Bruder Patrick zeigt er, wo er sich mit Freunden oft zum Trinken verabredet hat. Haben uns halt hier drüben gehocken und dann haben wir getrunken. Und die, wo spucken musste, sind halt da hintergegangen in die Ecke. Jeder trank eine Flasche Likör, erzählt Philipp. In seiner Clique gehörte das Trinken dazu. Also wir machen das halt zuvor aus, ob wir was trinken oder auch nicht. Im Februar hatte er eindeutig zu viel. 1,3 Promille musste ins Krankenhaus, stark unterkühlt. Dann wurde ich wiederbelebt. 2 Stunden zwischen Leben und Tod. Dann, wo ich aufgewacht bin, hat mir der Arzt gesagt, dass ich erst um 10:45 das erste Mal wieder selbstständig geatmet habe. Er hat großes Glück gehabt, sagen die Ärzte. Immer mehr Teenager landen mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus. 2007 waren es über 23.000. Hallo alle zusammen. Wissen, wann es genug ist, das soll Philipp heute lernen beim Modellprojekt der Diakonie Rosenheim, dem sogenannten Risikocheck. Ich bin der Benni. Benjamin Grünbichler betreut Philipp und die anderen. Alle hatten eine Alkoholvergiftung. Ziel des Seminars: erleben, dass man auch ohne Promille einen Kick haben kann. Und das Klettern hilft einfach mal so auf einer anderen Ebene zu zeigen. Wann merke ich eigentlich, wo meine Grenzen sind? 15 Meter hoch ist die Kletterwand. Erlebnispädagogik nur ein Teil des bundesweiten Pilotprojekts Halt hart am Limit. Suchtgefährdete Jugendliche wie Philipp sollen früh professionelle Hilfe bekommen. Halt vor dem Absturz. In 3 Bundesländern zahlen bisher dafür die Krankenkassen. Pro Teilnehmer bis zu 360 Euro für Risikocheck und weitere Gespräche. Ein Versuch, das Abdriften in die Sucht zu verhindern. Aber es hat schon Spaß gemacht, hoch zu klettern. Ich gehe gleich nochmal hoch. Jugendliche und Alkohol, nicht bei allen steigt der Konsum. Das Problem: exzessives Trinken in der Gruppe. Bei jedem 10. wird es richtig gefährlich. Viele können es nicht einschätzen. Also die meisten, die bei uns im Krankenhaus landen, landen nicht im Krankenhaus, weil sie sich mit Bier zugesoffen haben, sondern weil sie halt viel Hochprozentiges trinken. Und da haben Jugendliche eigentlich keine Ahnung, dass ein Wodka halt 40% hat und ein Bier, sag ich mal, nur 5%. Ehrlich sein. Jeder soll erzählen, wie es zum Rauschtrinken kam. Am Ende zumindest ein kleiner Vorsatz. Ja, vielleicht nur noch so schlückchenweise und dann. Philipp und Patrick nehmen uns mit nach Hause. Der 13-Jährige und sein 16-jähriger Bruder, beide lagen schon mit Alkoholvergiftung in der Klinik. Mutter Waltraud Glava ist alleinerziehend. 4 Kinder versorgt die Verkäuferin. Vor lauter Arbeit habe sie kaum Zeit für sie gehabt, sagt sie. Gleichaltrige Freunde wurden so der wichtigste Bezugspunkt ihres Sohnes. Für viele Eltern ein Problem. Für den Philipp war es vorher immer wahnsinnig cool, zu diesem Säuferclan dazuzugehören, auch viel trinken zu können. Das war ja toll. Und seitdem braucht er das nicht mehr. Waltraud Glava hat eine radikale Entscheidung getroffen. Sie kündigte den Job, lebt vom Unterhalt des Ex-Mannes. Ja, erstens mal habe ich aufgehört zum Arbeiten. Bin wieder mehr für die Kinder da. Ja. In ihre Zukunft schauen sie optimistischer. Mutter und Geschwister wollen Philipp unterstützen. Sie hoffen, dass er sich von seiner alten Clique lösen kann. In Berlin treffen wir Familienministerin Ursula von der Leyen, Deutschlands oberste Jugendschützerin. Beim Kampf gegen Alkoholmissbrauch setzt auch sie auf Prävention, auf Projekte, wie Philipp sie mitgemacht hat. Das Problem: solche Hilfsangebote gäbe es noch zu wenig und die Finanzierung sei schwierig. Jetzt kommt die ganz mühsame, zähe Arbeit, nämlich sagen, okay, wenn das als gut angesehen wird, dann müssen wir das flächendeckend einführen. Meine Aufgabe ist einfach überzeugen, auch gerade die Krankenversicherung, es ist richtig teuer für euch, wenn diese Jugendlichen dauerabhängig werden oder wenn sie wieder eingeliefert werden. Rechnet mal durch, was euch das kostet. Ein schwerer Gegner, die Getränkeindustrie. Immer neue Versuchungen warten auf junge Kunden. Geschäftsinteresse und Jugendschutz prallen da aufeinander. Das macht einen rasend, wenn man sieht, dass Industrie immer wieder neue Mixturen findet, die gerade junge Mädchen den bitteren Alkoholgeschmack nicht spüren lässt, so dass sie das Süße trinken. Aber dieser Alkohol brennt sich erbarmungslos ins Gehirn ein und macht süchtig. Die Steuer auf Alkopops brachte nicht viel. Die Industrie erfindet immer neue Mixgetränke, attraktiv für Jugendliche.